Hallo ihr lieben Wissbegierigen und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Es ist mal wieder Home Tester Club Produkttestzeit. Wir haben es mal wieder geschafft und haben ein etwas größeres Paket bekommen. Das ist eigentlich nicht für uns, sondern für die Kids. Wobei das ja eigentlich so ein Streitthema ist, dieses Produkt, was drin ist. Das können auch Erwachsene nutzen. Gibt genügend Fan davon. Was drin ist, schauen wir uns jetzt gleich an. Wir machen da mal auf und gucken. Was blinkt denn da schon Schönes raus? Lego Technik. Wir haben hier Verpackungsmaterial, diesmal ganz der Nachhaltigkeit. Umweltfreundliches Polsterkissen aus Papier und Karton. Und hier drin haben wir unser schönes Lego Set. Gut. Der Große hat zwar ein bisschen gemurrt, weil so ungefähr, warum ist das jetzt Lego Technik und nicht Lego Minecraft? Ja, man kennt halt den Fan daraus. Man kann halt nicht alles haben als Produkttester. Und entweder man hat die Shows oder nicht bei Minecraft. Bei uns ist es meistens auch noch Krieg der Sterne und Lego Technik. Der Jüngere, für den es ja eigentlich gedacht ist, ist schon mal begeistert. Der hat gleich in dem neuen Lego-Katalog in diesem Halbjahr 2023 gleich nachgeschaut. Und hat sich die angeschaut. Es gibt nämlich auch noch drei andere, also nicht von Bugatti, sondern es ist ein grüner dabei, ein blauer und noch so ein Rennwagen. Was ich aber zuerst schon sehe hier drauf, scheint wieder ein Aufkleber zu sein. Finde ich persönlich jetzt nicht immer so toll, weil gibt man es her, wascht man es oder sonst was, geht dreckig, gehen die Aufkleber meistens runter, da ist mir der Aufdruck lieber. Aber so ist es heutzutage. Das ist also dieses Set 42151. Wir schauen da hinten drauf. Hier ist so eine kleine Legende, was das ursprüngliche Vorbild ist, nämlich dieser Bugatti da oben. 8 Liter Quad Turbo W16 hat 1,1578 Pferdestärken und von 0 bis 100 braucht er 2 Sekunden. Wenn ich mir das anschaue, ja, kleines schönes Teilchen. Und wir haben hier auch solche Flügeltüren zum Aufmachen. Was ich gelesen habe, was ich jetzt da leider wieder keinen Hinweis finde. Was ist denn das? Ich dachte, das wäre mit Smartphone-App. Da hatte ich nämlich was gelesen, dass man den anscheinend mit der Smartphone-App steuern könnte. Habe ich mich wahrscheinlich getäuscht. Ich dachte, das wäre der. Oder habe ich mich vertan? Ich habe schon bemerkt, ich mag einfach diese neuen Verpackungen nicht. Man macht es auf, man hat kein Dreh mehr drin. Okay, ist auch wieder einsparbar. Man hätte es ja auch in kartonmäßig machen können. Jetzt mache ich das auch nochmal auf. Und genau das ist es, weil wenn es dir das aufmacht und passt nicht auf, reißt ihr euch den schönen Karton kaputt. So, mal gucken mal rein. Wir haben 4 Tüten. Schön nummeriert. 1, 2, 3 und 4. Wenn ich mir jetzt die Anzahl der Teile so anschaue, dürfte das eigentlich schnell machbar sein, dieses Auto zum Aufbauen. Man sieht es lauter so Lego-Technik-Teile in gelb, schwarz gehalten. Halt diese Dinger sind halt blau. Da hätte ich vielleicht auch nicht blau genommen, sondern andere Farbe. Schauen schon mal toll aus, die Teile. Dann ist dieses Ding, was jetzt hier schon wieder an der Anleitung klebt. Schaut euch doch das an. Da hat es die Maschine nicht gescheit ausgedruckt und schon haben wir hier einen Riss drin. Sowas liebe ich immer. Da hat wohl die Stanzmaschine nicht gescheit gestanzt, beziehungsweise das Blatt war schief drin. Man sieht es ja hier. Hier unten ist total schief. Aufgeklebt. Ich denke mal, das lag schief drin und hat es falsch abgeschnitten. Irgendwie komisch. Ja, kann passieren. Oh, man sieht hier auch die Sitze haben hier ein paar Aufkleber. Ich weiß nicht, ob ich es draufkleben werde oder lieber aufheben, falls wir es doch nicht mehr irgendwann einmal die Kinder nicht mehr haben wollen. Lassen wir es mal ohne Kleber. Dann haben wir hier das Anleitungsding. Also ich glaube, ich habe mich schon vertan. Dass da keine Smartphone-App drauf ist, da ist bloß diese Smartphone-App. Aber ihr seht hier schon Beispiel den Unterschied. Seht ihr das? Hier ist es in Kartonverpackung, hier ist es noch in Plastik. Wahrscheinlich wollen sie jetzt dann umstellen. Wie viele Seiten hat dieses Teilchen?
Hier schon mal die Auflistung der Teile. Hier ist noch die Gegenüberstellung. So ist das Original. So schaut die Lego-Variante aus. Wir haben ganze 155 Aufbauseiten. Was mir auffällt, hier haben wir auch so einen kleinen Aufkleber mit Bugatti drauf. So schaut hier aus. Und was steht hier dann? Achtung, kleine Teile. Das zu sehen. Und hier sehen wir auch hier, der ist 31 cm lang im Aufbau. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich das mit meinem Sohnemann aufbaue. Der braucht nämlich noch ein bisschen Hilfe immer dabei. Setze ich das einfach an diesem Video dran und wir sehen uns später. Wir sind ja inzwischen schon fertig mit diesem Modell geworden. So groß ist es. Wir haben hier unser Lineal. Wir haben etwa eine Größe von 30, 31 cm. Da hat es ungefähr 11 bis 12 cm und eine Höhe würde ich mal sagen bei 7 cm. So sieht das ganze Auto aus. Wir haben jetzt hier auf der Seite diese blauen Felgen haben wir drauf gemacht und auf der anderen Seite haben wir rot. Was ich ein bisschen blöd finde, dass halt hier wieder Aufkleber zum Einsatz gekommen sind. Ich wollte es hier eigentlich weglassen. Der Sohnemann hat gesagt, nee, er will es drauf haben, also haben wir es draufgeklebt und hier eben nicht ganz gerade. Das stört mich jetzt doch ein bisschen. Hier haben wir die Rückseite von dem Bugatti. Dann haben wir hier Flügeltüren. Na, Flügeltüren sind nicht, aber Türen zum Rausheben. Die könnt ihr hier aufmachen, vorsichtig, sonst reißt euch das ab. Na, jetzt mag es nicht so, wie ich es will. So, so könnt ihr es aufmachen halt. Und dann könnt ihr so reinschauen, was halt hier an Innenleben ist. Macht mal zu, das geht auf der Seite natürlich auch. Hier habt ihr das zum Aufmachen. Wenn man es geschickt anstellt, kann man es ein bisschen weiter aufmachen. So schaut dann das Innenleben aus. Die Motorhaube kann man auch aufmachen. Und das ist auch immer witzig, man kann das hier umlegen. Hat eigentlich keine Funktion, um das aufzumachen. Und wenn sie dann hier einfach so auf Seite drückt, könnt ihr das schön aufmachen. Und dann kommt sie hier rein. Und da soll jetzt eben hier hinweisen, dass hier der Motor drin ist und dann könnt ihr dran arbeiten. So ist es nachempfunden. Ihr könnt es auch dann wieder jederzeit so zumachen. So, das Ding hier müsst ihr ein bisschen anheben. Dann könnt ihr es wieder zumachen. So, das ist eben dieses Gimmick. Dann haben wir hier oben dieses Steuerrad für unsere Reifen da unten. Ihr könnt es eben hier stellen und dann könnt ihr hier damit spielen, die Kinder. Das funktioniert tadellos. Hier seht ihr von vorne aus. Ich mache euch natürlich dann auch ein Foto noch rein, wie der schöner ausschaut. Und so ist eben dieses schöne Modell gebaut worden. Wir haben da etwa 3 Stunden oder länger sogar gebraucht. Wir mussten nämlich unterbrechen. Wir hatten ein paar Baufehler drin. Und ich muss dazu sagen, dass zum Beispiel dieses Schwarz sehr furchtbar ist, wenn man es bauen muss. Weil es war mir dann doch ein bisschen zu schwarz, deswegen war es so hakelig. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist wieder, dass hier, witzigerweise hier, die Radkästen sind bedruckt. Es ist schon eigenartig, wenn man sich das so anschaut, dass man hier lauter Aufkleber hat und nur das ist bedruckt. Ich verstehe es nicht, wenn Bauteile dabei sind, die schon bedruckt sind, dass man dann den Rest mit Aufklebern verschandelt. Das gehört direkt geändert von Lego. Das bemängeln ja etliche. Und wir drehen jetzt hier um. Und da hinten seht ihr zum Beispiel diesen Motor. Der dreht sich auch. Wenn sie hier zum Rumdreht, dreht die hintere Achse. Den kann man, glaube ich, auch auf der anderen Seite nochmal aufmachen. Da muss ich mal schauen. Funktioniert. Und da sehe ich gerade, da ist was abgebrochen. Wahrscheinlich beim Spielen. Da drin. Oh, da liegt was. Oh. Armaturenbrett ist abgegangen. Haben wir vorhin schon gedacht, da fehlt doch irgendwas. So, kann beim passieren beim Spielen, das tun wir dann wieder dran. Dann müsste man hier, kann man jetzt leider nicht so rausmachen, mal. Und dann könnt ihr nämlich hier, wenn man das rausziehen kann,
hier seht ihr den Motor. Wenn man das jetzt hier dreht, funktioniert es tadellos, nachdem wir das jetzt angepasst haben. Das war eben das vom Lego. Ich baue es dann nachher wieder zusammen. Ich würde mich dann wieder freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir meinen Kanal abonniert, wieder in eins von meinen Videos reinschaut. Und ich wünsche euch dann noch für heute einen guten Morgen, einen guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Bis demnächst, eure Petra.